Gesunde, zukunftsfähige Produkte aus natürlichen und regionalen Rohstoffen. Darum geht es dem Kieler Startup Küstenbiene. Als erstes Produkt haben Nils Weyer und Paul Bröske eine Alternative zu herkömmlicher Frischhaltefolie auf den Markt gebracht. Ein in Bienenwachs getränktes Leinentuch. Das Tuch ist hauptsächlich gedacht, um direkt Lebensmittel einzupacken. Es kann auch verwendet werden, um damit Schüsseln abzudecken, also wenn ich eine Schüssel mit Salat habe und den frisch halten möchte, ich kann ein Brot direkt darin einpacken und ich bin ganz sicher, dass es unzählige Anwendungsbereiche gibt, von denen wir überhaupt gar keine Ahnung haben. Also dass man das auch für Dinge benutzt, an die wir im Leben nicht denken würden. Die Zutaten für die Herstellung des Wachstuchs haben die beiden sorgfältig ausgewählt. Für das Bienenwachstuch nehmen wir einen Leinenstoff. Das ist die Grundzutat und der Leinenstoff soll dann diese Bienenwachsmischung eben aufsaugen. Wir nehmen Bienenwachs, wir nehmen Baumharz und Jojobaöl, dann bekommen wir eben eine flüssige Mischung dabei raus. Das nehmen wir dann und streichen das Ganze mit einem Pinsel auf dieses vorher zugeschnittene Leinenstofftuch. Und das machen wir auf einer Warmhalteplatte, das ist aus dem Gastronomiebereich, die kann knapp 100 Grad. Und erhitzt eben das Tuch von unten und sorgt dadurch dafür, dass sich die Bienenwachsmischung, eben diese flüssige Bienenwachsmischung, in dem Tuch wunderbar verteilen kann. In der Gemeinschaftswerkstatt in der alten Mothesius-Kunsthochschule findet mittlerweile aber nur noch die Produktplanung statt. Damit wir uns auf die Entwicklung, eben das Kommunikationskonzept, also unsere Strategie konzentrieren können und auch auf die Entwicklung weiterer Produkte, haben wir uns als Kooperationspartner eine Werkstatt gesucht. Das ist in dem Fall die Villa Jugendstil, eine sozialtherapeutische Einrichtung der Marie-Christian-Heime. Die haben eine Gruppe von Klienten und Klientinnen, die dort begleitet werden und eben auch handwerklich tätig sind und großes Interesse hatten daran, diese Tücher herzustellen und das momentan für uns tun. In ihrem Labor, wie sie es nennen, arbeiten Paul Bröske und Nils Weyer bereits am nächsten Küstenbienenprodukt. Also Plastikfolie im Garten. Da würden wir auch gerne eine Alternative für bieten. Gerade weil ich dort direkt mit Erde zu tun habe und da vielleicht meine Nahrungsmittel drin anbaue. Und dann möchte ich da nicht unbedingt ungesunde Plastikrohstoffe verwenden. Und da Hochbeete ausgekleidet werden mit dieser Folie, haben wir eben überlegt, auch da diese Folie als, man würde sie weiter anpassen, man würde eine andere Mischung verwenden, aber auch eben da die Hochbeetfolie eben aus einer Wachsfolie oder Ähnlichem herzustellen. Neben nachhaltigen Produkten ist Küstenbienentransparenz sehr wichtig. Kunden sollen nachvollziehen können, woher die einzelnen Rohstoffe kommen und wie sie verarbeitet werden. Transparenz geht über Information hinaus und Kommunikation bedeutet, miteinander in Aktion zu treten. Das bedeutet, miteinander gemeinsam an diesen Lösungen zu arbeiten. Das funktioniert eben nur in beide Richtungen.